Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem heutigen PAJUNG-Webinar Regionalanästhesie Update mit dem Thema heute zielgenaue periphere Regionalanästhesie am Ober- und Unterarm. Freut uns sehr, dass, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, beim besten Biergartenwetter, Sie heute Abend trotzdem die nächsten knapp 60 Minuten mit uns verbringen wollen in unserem heutigen Panel. Da darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Dr. Stefan Weber aus Köln. Und meinen Kollegen, den Herrn Schmidt, der den Herrn Weber im Außendienst betreut. Wir wollten Ihnen ja immer unsere Kollegen und die PAJUNG-Familie ein bisschen näher noch kennenlernen, damit Sie wissen, wer steht hinter PAJUNG. Deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, immer die jeweiligen Außendienstbetreuer mit ins Webinar mit aufzunehmen. Herr Schmidt wird dann auch in der Tat heute die Moderation übernehmen. Mein Name ist Fabian Müller, ich mache heute die Technik. Also wenn irgendwas schief läuft, dürfen Sie mich dann dafür verantwortlich machen. Jörg, ich würde dann auch gleich an dich übergeben. Und wünsche uns allen viel Spaß beim heutigen Webinar. Ja, Fabian, vielen Dank für die nette, sympathische Einleitung, Überleitung. Auch von meiner Seite aus natürlich erstmal einen herzlichen und sonnigen Gruß in diese Runde und auch ja bestes Biergartenwetter, dass wir es trotzdem geschafft haben, freue ich mich ganz, ganz besonders. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Jörg Schmidt. Ich bin Vertriebsmitarbeiter bei der Firma PAJUNG und zuständig für Teile von Niedersachsen und NRW. Bevor wir nun einsteigen, möchte ich vielleicht noch kurz das ein oder andere Wort über unseren heutigen Referenten, den Professor Weber, verlieren. Und zwar der Professor Weber ist aus dem Heilig-Geist-Krankenhaus in Köln und seit circa 7 Jahren in diesem Haus. Er war vorher, so wurde mir gesagt, stellvertretender Rektor in der Uni Bonn. Und im Heilig-Geist-Krankenhaus in Köln hat natürlich die Regionalanästhesie einen sehr hohen Stellenwert. Und es beinhaltet zusätzlich ein großes Zentrum für die Alterstraumatologie. Außerdem ist Herr Professor Weber Degum 2 und hat selbst seit ungefähr 11 Jahren macht er Kurse. Und zwar für die ultraschallgestützte Regionalanästhesie. Bei Interesse vielleicht einfach im Sekretariat melden oder über mich oder über die Firma PAJUNG können Sie die Termine gerne in Erfahrung bringen. Last but not least ist Professor Weber auch noch Buchautor. Das Buch nennt sich Anästhesie in der Ellenbogenchirurgie. Auch wer hier Interesse hat, gerne einfach direkt bei ihm melden. Kurz noch zum Ablauf des Kurses und dann geht es auch schon los. Die Dauer des Kurses sollte ungefähr 35 Minuten betragen. Und wie immer haben wir danach unsere Fragen-Antwort-Runde. Die Fragen können Sie unten links bei F und A eingeben. Und ich werde das dann so ein bisschen moderieren. Und der Professor Weber wird auf diese Fragen dann antworten. In diesem Sinne wünsche ich uns jetzt eine spannende Veranstaltung und freue mich auf Ihren Vortrag. Okay. Guten Abend. Steht die Verbindung? Kann man das Bild sehen? Sehr gut, ja. Okay, wunderbar. Ja, sehr geehrte Damen und Herren der Firma PAJUNG, vielen Dank für die Einladung in Ihr seit Jahren ein sehr erfolgreiches Webinar zu Themen der Regionalanästhesie. Sehr geehrte Damen und Herren zu Hause vor dem Bildschirm, es freut mich sehr, dass Sie an diesem warmen Sommerabend zu unserem Webinar gekommen sind. Es geht heute um Blockaden am Ober- und Unterarm. Zwar möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Bereiche distal von der Axilla lenken, ein Blockadebereich, über den wir ja nicht jeden Tag nachdenken, was wir auch nicht jeden Tag machen. Als kurzen Refresher würde ich erstmal mit der axillären Blockade starten. Bevor wir uns näher dann der Blockade der peripheren Einzelnerven widmen, müssen wir noch einmal die Nervenversorgung am Ober- und Unterarm rekapitulieren. So gestärkt gehen wir dann im ersten Schritt in die gezielten Blockaden am Oberarm, im zweiten Schritt in die peripheren Einzelblockaden am Unterarm und zum Abschluss möchte ich Ihnen 3 Fallbeispiele aus unserer klinischen Praxis darstellen. Und da kommen wir schon zu einer ersten Frage an Sie als Publikum. Und zwar würde mich sehr interessieren, wie oft führen Sie periphere Blockaden am Ober- und Unterarm unterhalb des Plexus durch?
Es gibt ja die Möglichkeiten, einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr oder eher nicht. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich jetzt an der Umfrage beteiligen. Ach, interessant. Die Umfrage hat folgende Ergebnisse ergeben. Tatsächlich 37% von Ihnen macht das mindestens einmal in der Woche, ungefähr 17% einmal im Monat, 6% einmal im Jahr und ungefähr 40% eher gar nicht. Dann ist das heute eine gute Gelegenheit, sich mit dem Thema ein bisschen näher zu befassen. Wenn man sich spezifische Regionalanästhesie am Arm anschaut, dann muss sie natürlich immer genau passend zur jeweiligen Operation sein. In der Axilla ist die Regionalanästhesie möglich mit dem axillären Plexus, bietet sich an für Chirurgie am Ellenbogen, am Unterarm und an der Hand. Wenn wir humoral, midhumoral blockieren, dann hat das oft folgende Indikationen, entweder Rescue-Blöcke, wenn die Analgesie vom axillären Plexus nicht komplett ist. Man kann es auch zur postoperativen Analgesie verwenden, zum Beispiel im Anschluss an einen kurzwirksamen axillären Plexus in Kombination mit einer langwirksamen Einzelnervblockade. Man kann sie auch verwenden für die Chirurgie am Unterarm oder an der Hand. Man kann auch Blockaden anteparial durchführen und damit eine Chirurgie an der Hand durchführen. Hat den Vorteil, je nachdem, wo man blockiert, arbeitet man motorsparing. Das heißt, man kann die Motorik an der Hand teilweise erhalten und so kann der Operateur wertvolle Hinweise während der Operation abfragen. Wichtig ist dabei, wenn man am Unterarm blockiert, die Hautversorgung des Unterarms. Das schauen wir uns aber später auch nochmal an. Wenn man hier mal zusammenfasst, der axilläre Plexus ist sicher unser Arbeitspferd in der Regionalanästhesie des Armes. Während die humeralen und anteparialen Blockaden eher ein bisschen seltener sind, machen wir nicht so oft. Deswegen lohnt es sich, da mal genauer hinzuschauen. Zunächst machen wir eine kurze Wiederholung zum axillären Plexus. Und da meine Frage an Sie: Führen Sie den axillären Plexus eher out of plane durch, also Sie sehen die Nadel nur im Querschnittkurs, oder machen Sie den in-plane, wo Sie die ganze Nadel im Blick haben? Bitte antworten Sie jetzt. Okay, also ungefähr ein Viertel der Teilnehmenden macht den Plexus out of plane, während drei Viertel den in plane machen. Beides ist beschrieben, beides ist sehr gut möglich. Ich persönlich mache den Plexus eigentlich auch eher in plane. Und jetzt hängt es gerade einmal, jetzt muss ich einmal kurz weiter, genau. Mache den eher in plane, so mit dieser abduzierten Armhaltung und dieser Nadel- und Schallkopfposition. Ideal typischerweise ist im axillären Plexus ja der Nervus medialis, ulnaris und radialis, so wie der Musculo cutaneus, in unmittelbarer Nähe zur Arterie. Wenn man sich mal Textbook of Regional Anesthesia von Hatzig anguckt, war das jetzt die 2011er Version, glaube ich. Da sind
viele Lagervarianten beschrieben. Nur selten ist der Plexus tatsächlich so, wie man, hoppala, ist der Plexus so, wie man ihn sich aus dem klassischen Buch vorstellt. Es gibt ganz viele Lagervarianten dazu. In den neuen Lehrbüchern, in der neuen Version des Textbuchs sind noch viel mehr Lagervarianten drin. Wir haben zum Beispiel so eine Variante gesehen, wo der gesamte Plexus als ein Blob, als ein Konglomerat zu sehen ist. Man kann ganz oben die einzelnen Nerven gar nicht so richtig abgrenzen, obwohl man die Faszikel eigentlich gut sehen. Das scheint aber alles von einer Hülle umgeben zu sein. Und folglicherweise haben wir dann auch den Nerven mit der Nadel und mit Hydrodissection nicht ausbrennen können, sondern haben eben den ganzen Plexus umspült. Es hat ein bisschen gedauert, hat aber trotzdem gut funktioniert. Hier ist eine Variante, wo die einzelnen Nerven von unmittelbarer Nachbarschaft von Arterie und Vene getrennt sind. Meist ist ja so, wenn wir den Schallpfiff stark andrücken, dann wird die Vene wegkomprimiert. Dann stellen sich die Nerven gut dar. Es gibt aber auch eben Fälle auf der rechten Seite, wo man den Wald vor lauter Arterien nicht mehr sieht, vor lauter Venen nicht mehr sieht, weil 1, 2, 3, 4, 5 Venen in diesem Bild dann zu sehen sind. Kurz nochmal zur Wiederholung, zur Nadelführung. Hier haben wir die pulsierende Arterie, die liegt immer hautnah der Conjoint Tendon und ist dann umgeben von, im Idealfall, von Ulnaris Medianus Radialis. Der Nervus Musculocutaneus liegt meistens etwas abgetrennt schon zwischen Corpus und Musculus Biceps Brachii. Die Nadelführung machen wir dann immer so, wir gehen in Plane rein, einmal unter die Arterie, machen eine Hydrodissektion, geben da 8 bis 10 Milliliter, gehen einmal oberhalb von der Arterie, machen ein bisschen Hydrodissektion, geben 8 bis 10 Milliliter und geben dann nochmal 6 bis 8 Milliliter in der neuen Stichrichtung, um den Musculus, um den Nervus musculocutaneus nochmal einzeln zu umspülen. Wenn man genau wissen will, welcher Nerv welcher ist im Plexus, dann lohnt es sich, einfach ein Backtracing zu machen. Vom hier jetzt mal gezeigt vom Ellenbogen aus, wo wir den Nervus ulnaris hier dargestellt über dem Epicondylus medialis sehen. Und ein bisschen. Und dann den Verlauf in den axillären Plexus zurückverfolgen können. Ganz kurz möchte ich noch erwähnen, dass es auch noch andere Nerven gibt, nämlich den Musculus nervale Anteile aus dem Nervus intercostalis TH2 und den Nervus cutaneus brachii medialis. Und der Thoraxnerv, der liegt auch oberhalb oder subkutan der Conjoint Tendon. Manchmal kann man ihn sehen, manchmal kann man ihn nicht sehen. Auf jeden Fall kann man ihn ganz gut, kann man die Nerven noch ganz gut blockieren durch einen subkutanen Wall oder eine Blockade überhalb der Conjoint Tendon. Damit kann man die Innenseite des Oberarms auch mit anästhesieren. Das ist in dem normalen axillären Plexus meistens noch nicht so richtig enthalten.
Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns einmal kurz den Nerven des Oberarms widmen. Nachdem der Nervus musculocutaneus die Oberarmbeuger innerviert hat, wird er zum rein sensiblen Nervus cutanei antebrachii lateralis, der die Haut der lateralen Unterarminnenseite versorgt. Von blau in grün dann Nervus radialis, der innerviert die Oberarmstrecker, also Triceps parii. Am Oberarm gibt er einen Hautast ab für den lateralen dorsalen Oberarm. In der Ellenbeuge, kurz unterhalb der Ellenbeuge, gibt er einen Ramus profundus ab, der die Membrana interossea durchbricht, um die Unterarmextensoren zu versorgen. Der Ramus superficialis versorgt die radiale Unterarmsensibel. Der Nervus radialis lagert sich dann der Arteria radialis an und versorgt radiale Teile der Hand sensibel. So. Dann der Nervus medialis, der macht am Oberarm erstmal gar nicht viel, außer die Arteria brachialis zu begleiten. Er versorgt das Ellbogengelenk sensibel und versorgt dann die meisten Flexoren des Unterarms, um dann auch Innen- und Vulla und dorsale Seite der Hand mit zu versorgen. Der Nervus ulnaris macht es ähnlich wie der Nervus medialis am Oberarm, außer dass er die Arteria brachialis direkt verlässt. Er versorgt aber sonst nichts am Oberarm, versorgt das Ellenbogengelenk, versorgt dann den Musculus flexor carpi ulnaris, zieht in die Hand, um die kleine Beugemuskulatur der Hand zu innervieren und versorgt auch die Haut in der Hohlandseite und dorsal auf der ulnaren Seite der Hand. Dann haben wir noch den rein sensiblen Nervus cutanei antebrachii medialis. Der ist das mediale Pendant zum Nervus cutanei antebrachii lateralis aus dem Nervus musculocutaneus. Und dann haben wir noch den Nervus cutanei brachii medialis und den Nervus intercostobrachialis, auf die ich eben schon mal eingegangen bin. Hier zusammengefasst nochmal eine topografische Karte der Hautversorgung. Auf die Hand gehen wir später nochmal ein und Oberarm, Unterarm hatte ich Ihnen eben schon präsentiert. Das ist jetzt, wenn Sie mal nachlesen möchten. Jetzt kommen wir zur Blockade des Nervus radialis mit Humeral. Der Nervus radialis umschlingt einmal den Humerus und kommt zwischen Brachialis und Trizeps dann auf der Außenseite des Radius wieder zum Vorschein. Wenn man den Nerv blockieren will, ist es gut, einfach den Arm angewinkelt auf den Thorax zu legen. Dann kann man diese Bereiche ganz gut schallen. Jetzt im Video dargestellt, gleich ein Scan von ab dem Sulcus radialis nach distal. Da sieht man, wie der Nervus radialis von dem Humerus abhebt. Ähnlich wie ein Paraglider in Meran. So kann man sich das vorstellen. Oder so stelle ich mir das vor. Blockiert werden kann der Nerv dann schön in plane. Man geht bis fast an den Humerus ran und im Rückzug kann man dann eine schöne Hydrodissektion machen und den Nerv sehr schön darstellen. Mit weniger, deutlich weniger als 10 Milliliter kann man da eine gute Blockade erreichen. Jetzt kommen wir zum Nervus medianus. Der ist auf der weitgehend im Oberarm begleitet er die Arteria
Brachiales, liegt relativ nah subkutan zwischen Biceps brachii und Musculus brachialis. Wenn wir hier auch einen Scan machen, sehen wir, dass der Nervus medianus die Arteria brachialis in die Ellenbeuge begleitet. Die Blockade kann man etwas oberhalb der Ellenbeuge durchführen. Man muss natürlich gut aufpassen, dass man die funktionelle Endarterie, Arteria brachialis, an dieser Stelle nicht mit dieser dicken Nadel perforiert. Das lässt sich aber ganz gut in der In-Plane-Technik darstellen. Hier ist mal so eine Blockade mit wenigen Milliliter gezeigt. Der Nervus ulnaris lässt sich auch mit Humeral sehr gut blockieren. Der verlässt die Arteria brachialis relativ schnell und wandert Richtung Epicondylus medialis. Und wenn wir uns das mal anschauen, der Nerv ist in Gelb dargestellt, dann bewegt sich nach distal der Nerv auf den Humerus zu und verschwindet dann fast hier im Sulcus ulnaris. Wichtig, machen Sie keine Blockade im Sulcus ulnaris. Das würde zu Nervenkompressionsschäden führen, weil der Raum da einfach nicht sehr groß ist. Also lieber entweder proximal oder distal davon. Die Armlagerung ist am besten so wie für den axillären Plexus. Und dann kann man auch schön in plane den Nerv aufsuchen. Jetzt mal hier gezeigt. Kann man auch eine schöne Hydrodissektion um den Nerv herum machen. Der Block ist tatsächlich, wenn man den Nerv findet, ist der relativ einfach. Das ist ein schöner Anfängerblock, wo man unter Aufsicht das Needle Steering gut lernen kann. Wie gesagt, keine Blockade am Sulcus ulnaris selbst bitte durchführen. So, wenn wir uns jetzt ein bisschen weiter nach unten begeben, in die Ellenbeuge, da schauen wir uns die radiale Seite an. Der Nervus radialis begleitet oder läuft unter dem Musculus brachio radialis, geht dann durch den Radialis-Tunnel zur Fossa cubitalis weiter. Die Aufteilung selbst werden wir gleich nochmal im Detail uns anschauen. Der Nervus medianus zieht unter der Aponeurosis des Bizeps in den Unterarm ein, zwischen den Köpfen des Pronator teres. Und der Nervus ulnaris kommt dann aus dem Sulcus ulnaris hervor, zieht zwischen den Köpfen des Flexor Carpi Ulnaris und liegt dann auf dem Flexor Digitorum Profundus. Auch das schauen wir uns gleich nochmal an im Einzelnen. Wenn wir uns einen Querschnitt im mittleren Drittel des Unterarms anschauen, dann sehen wir, dass hier ist der Nervus radialis superficialis schon der Arteria radialis angelagert und liegt unter dem Musculus brachioradialis, während der tiefe Branch des Nervus radialis schon die Membrana interossea durchbrochen hat und zum Nervus interosseus anteparii posterior geworden ist, in der Extensorengruppe. Der Nervus medialis wandert unter den Musculus flexor digitorum superficialis und zieht sich da so durch, windet sich darum, kommt weiter distal dann wieder an die Oberfläche. Der Nervus ulnaris lagert sich, der Arteria ulnaris an, liegt dann
eingebettet zwischen Flexor Carpi Ulnaris und Musculus Flexor Digitorum Profundus. Jetzt schauen wir uns nochmal die Blockaden am Unterarm im Einzelnen an. Und zwar einmal den Nervus radialis. Hier ist ein Scan in der Ellenbeuge dargestellt. Der Nerv ist gelb markiert. Und wenn wir uns mal den Verlauf genau anschauen, dann kann man schön sehen, dass ein kleiner Ast nach unten in Richtung Knochen wandert. Das ist wahrscheinlich der Ramus profundus, der dann die Membrane interossea durchbricht und die Extensoren versorgt. Jetzt schauen wir uns das mittlere bis untere Drittel in den Scan an. Da sieht man, dass der Nervus radialis schon deutlich kleiner geworden ist und sich im Verlauf der Arteria radialis anlegt. Wenn man den Nervus radialis blockieren will, kann man das so wie hier gezeigt gut machen. Man geht auch in-plane vor, sucht den Nerv auf und injiziert wenige Milliliter in die Nähe des Nerves. Man kann den relativ schön umspülen. Hier dargestellt. Jetzt zum Nervus medianus. Den kann man auch am Unterarm sehr schön blockieren. Hier liegt der Nervus medianus noch an der Arterie angelagert, trennt sich aber dann von der Arterie, wenn man nach distal scannt. Das schauen wir jetzt. Dann wandert er nämlich unter die superficiellen Flexoren. Hier wandert er unten drunter durch, wandert jetzt quasi in die Muskelbäuche mit rein zwischen und wandert, kommt hier wieder zur Oberfläche gezogen, jetzt in der Nähe von der Arteria radialis. So sieht eine mögliche Blockade aus. Hier ist jetzt durch die Unterarmmuskulatur gestochen. Man kann aber auch an der Grenze zwischen der oberflächlichen und tieferen Gruppe blockieren. So, hier einmal die Funktionen und die Injektion dargestellt. Den Nervus ulnaris kann man auch anteparial blockieren. Da haben wir jetzt mal einen Scan vom Epicondylus medialis nach distal. Sie sehen den Nervus ulnaris, wie er wieder zum Vorschein kommt. Unter dem Flexor Carpi ulnaris liegt und wir wandern jetzt mal nach distal. Da legt er sich dann im unteren Drittel der Arteria ulnaris an. Nochmal hier dargestellt. Zwischen Flexor Carpi ulnaris und Musculus Flexor Digitorum Profundus. Auch hier, wenn er sich beginnt an die Arterie anzulagern oder anzunähern, lässt er sich auch sehr schön blockieren in der gleichen Langachsentechnik, in der gleichen In-Plane-Technik, wie eben für die anderen Nerven schon demonstriert. So, jetzt haben wir uns die drei Hauptnerven angeschaut, radialis, medianus und ulnaris. Aber eins darf man nicht vergessen, die Haut auf der Innenseite des Unterarms ist von diesen drei Nerven überhaupt nicht versorgt. Dafür ist nämlich
zuständig einmal der Nervus cutanei anteparii lateralis aus dem Nervus musculocutaneus. Und das ist ziemlich wichtig, diese Haut des Unterarms zu versorgen, ist wichtig, unter anderem, weil man eben eine bessere Toleranz für eine Unterarmblutsperre somit erzielen kann. Der Nervus cutaneus anteparii lateralis liegt am Oberarm unmittelbar der Vena cephalica an. Und der Nervus cutanei anteparii medialis, der ja ein eigener Nerv ist, der rein sensibel ist und aus dem Plexus maxillaris kommt, der wandert oder lagert sich an die Vena basilica auf der Oberarminnenseite an. Das sind dann beides sehr kleine Nerven mit einem hochfrequenten Schallkopf, kann man sehen, mit dem niedrigen frequenten Schallkopf nicht so gut. Auf jeden Fall kann man gut die beiden Venen sehen. So, jetzt hier einmal den Nervus cutanei anteparii lateralis neben der Vena cephalica dargestellt. Das sind hier zwei kleine Nervenäste zu beiden Seiten der Vena cephalica. Und dann auch noch dargestellt der Nervus cutanei anteparii medialis, der neben der Vena basilica liegt. Der ist hier noch kleiner, mit dem hochfrequenten Schallkopf gerade so zu sehen, mit dem niedrigen frequenten Schallkopf oder mit so einem 12 MHz Schallkopf oft eher nicht zu sehen. Man kann ihn aber trotzdem gut blockieren, wenn man lokale Anästhetikum in der Nähe der Vene einspritzt. Jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal zu drei Fallbeispielen, die Ihnen praktische Anwendungen dieser Blockadetechniken zeigen. Fall 1. Ein junger Mann aus dem Kölner Norden, der sagt, er hatte mal kräftig gegen die Wand gehauen und hat sich dabei den fünften Mittelhandknochen frakturiert. Er soll jetzt einen Fixateur extern angebaut bekommen. Er ist ambulant hier, will auch gar nicht im Krankenhaus bleiben, will auf keinen Fall eine Vollnarkose, möchte keine Lähmungen, möchte also keine langanhaltenden Betäubungen haben, ist sehr kooperativ. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Hautnervenversorgung da laut Lehrbuch aussieht. Der Nervus ulnaris versorgt den fünften Strahl auf beiden, auf der Innen- und dorsalen Seite der Hand. Jetzt muss man aber eins bedenken. Es gibt hier eine sehr schöne Studie auch von der Gruppe um Marhofer. Die haben sich mal die kutane Innervation der Haut angeschaut an Freiwilligen. Die haben also die drei Hauptnerven blockiert und geschaut, wie sind jetzt die Blockadegebiete. Das ist jetzt ganz viel, müssen Sie nicht alles durchgehen, aber einmal schauen wir uns hier mal den Nervus radialis an. Das sind 12 Freiwillige, linke Seite, rechte Seite. Und Sie sehen, jeder Jeck ist an es. Und zwar sogar auf der rechten, der gleiche, die rechte Hand ist anders versorgt als die linke Hand. Es gibt da also keine zwei Muster, die identisch sind. Beim Medianus sieht das ähnlich aus. Beim Nervus ulnaris hat man schon ein bisschen mehr Konformität. Das ist eigentlich so, dass bei allen der fünfte Strahl auf beiden Seiten durch den Nervus ulnaris versorgt wird. Noch eine kleine Anmerkung dazu. Die haben auch gesehen, das sind diese grau schraffierten Bereiche, dass bei den meisten ein Teil der Haut an der Hand durch keine der drei Nerven versorgt ist. Das ist so ein patchy Muster, da scheinen also die Nerven, die von weiter oben kommen, da durchaus mitzuspielen. Also jedenfalls haben wir uns dafür entschieden, eine reine Nervus-Ulnaris-Blockade durchzuführen bei diesen Patienten, weil die Operation kurz war und der Operateur da
Und der Patient direkt nach Hause wollte, haben wir sehr kurzwirksames Lokalanästhetikum, 2%iges Chlorprokain genommen und haben dann den Nervus ulnaris am Oberarm aufgesucht. Hier ganz oberflächlich liegt da ungefähr 8 Milliliter injiziert, ein vollständiges Donut-Zeichen erzielt. Durch Austestung mit Kältespray konnte man wirklich eine komplette Analgesie des fünften Strahls feststellen. Operationszeit war sehr kurz bei einem sehr verlässlichen Operateur. Nach 70 Minuten war die motorische Blockade schon wieder komplett weg. Der Patient konnte die Hand bewegen und konnte nach kurzer Zeit nach Hause entlassen werden. Fallbeispiel Nummer 2. Eine kleine OP, das war ein Ganglion am zweiten Finger, erstes auf zweites Fingerendglied. Patient wollte auch unbedingt eine Regionalanästhesie haben, aber keinen ganzen Plexus, sondern nur so ein kleines bisschen. So, zweiter Strahl ist versorgt vom Nervus medianus, aber auch auf der Hand Außenseite durch den Nervus radialis. Also haben wir uns dafür entschieden, hier zwei Nerven zu blockieren, Nervus medianus und Nervus radialis, hier und zwar am Oberarm. Da haben wir blockiert Nervus radialis, auch mit Chlorprokain. Und hier haben wir blockiert Nervus medianus. Auch diese Blockade war vollständig. Patient konnte operiert werden, schnell entlassen werden. Wenn man so sehr spezifische Blockaden macht, ist es aber ganz wichtig, dass man die Operateure gut kennt, dass die Operateure schnell sind und dass die Operateure damit auch umgehen können, dass der Patient erst nicht schläft und zweitens prinzipiell die Hand bewegen kann in großen Teilen. Das heißt, auch die Kooperativität der Patienten ist hier ganz wesentlich. Dann zum Abschluss noch ein Fallbeispiel 3. Da haben wir eine 85-jährige Frau nach einem häuslichen Sturz, die sich eine Spiralfraktur des vierten Mittelhandknochen zugezogen hat. Hier im Röntgenbild zu sehen. Sie hat auch Schürfwunden am Oberarm distal. Die Schulterabduktion ist schmerzhaft eingeschränkt. Sie ist Zustand nach Apoplex, hat all das entsprechend ein sehr hohes Delirrisiko. Wir wollten eine flache und opiatarme Narkose fahren. Haben uns dann die Regionalanästhesie des Unterarms angeschaut, weil man am Oberarm überhaupt nicht rankam. So, der vierte Strahl ist versorgt durch den Nervus medianus. Und durch den Nervus ulnaris, der Nervus radialis grenzt aber relativ von dem Versorgungsgebiet daran. Und wenn man sich diese 12 Freiwilligen anschaut, die alle unterschiedliche Versorgungsgebiete haben, war es uns hier doch sinnvoll, erschien es uns sinnvoll, alle drei Nerven zu blockieren. Das haben wir dann getan. Hier ist die Blockade des Nervus radialis gezeigt. Hier scheint sich der Nerv schon tatsächlich gerade aufzugabeln an dieser Stelle. Dann haben wir eine Blockade des Nervus medianus durchgeführt. Einmal unter den Nerv gegangen, einmal über den Nerv. Und so ein schönes Donut-Zeichen erzielt. Zu guter Letzt haben wir uns den Nervus ulnaris angeschaut. Der lässt sich jetzt hier nicht so gut darstellen, aber trotzdem gut blockieren. Der hebt sich kaum von der Muskulatur ab in diesen Bildern. Kann so angedeutet hier an dieser Stelle sehen. Und hier habe ich dann überlegt, naja, reichen 6 Milliliter oder willst du nicht ein bisschen mehr? Ich sage, nee, 6 Milliliter reichen der Dicke aus. Und dann sind wir in die OP gegangen. Kurze Zeit später habe ich eine Rückmeldung bekommen, der Plexus würde, die Nervenblockaden würden ja gar nicht wirken. Ja, warum denn nicht?
Ja, dorsal am Unterarm hat man zwar eine Anästhesie, aber medial ist Schmerzempfinden komplett erhalten. Das tut der Patientin richtig weh, wenn man sie am Unterarm kneift. Jetzt legen wir mal. Unterarm in Innenseite. Ne? Das war ja der Nervus cutaneus antepralateralis und der Nervus cutanei antepralae medialis. Die können wir mit diesen Blockaden am Unterarm ja gar nicht erreichen. Von daher ist es jetzt nicht weiter erstaunlich, dass dieser Bereich nicht anästhesiert ist. Im Bereich der Hand, die wir anästhesiert haben, hatten wir eine komplette Anästhesie. Die Operation konnte in einer sehr flachen Narkose sehr schön durchgeführt werden. Der Patient war sehr schnell wieder wach, war nicht dilatant gewesen, aber hat sich dann beschwert, weil die Blockade anscheinend sehr gut war. Sie hat nämlich geschlagene 12 Stunden angehalten. In der Zeit hatte sie keine Schmerzen, war aber dankbar, dass sie am Ende die Hand wieder bewegen konnte. Ein Delir hat sie dann trotzdem nicht entwickelt. In diesem Fallbeispiel möchte ich diesen Vortrag beschließen. Ich möchte Sie motivieren, Nervenfinder zu werden, auch am Ober- und Unterarm. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank, Herr Professor Weber, für diesen ja echt wirklich spannenden und informativen Vortrag. Für mich war sehr interessant, dass in der Erstbefragung die Technik wohl noch nicht zu 100%ig so im Klinikalltag angekommen ist und darum, ja, ganz tolle Themenwahl. Wir haben einige Fragen, die möchte ich jetzt mal kurz vorlesen, und zwar einmal schreibt ein Zuschauer oder Zuhörer, falls sich noch jemand beim Begriff Conjoint Tendon gewundert hat, die MMN, wichtigere CT, ist von der Latissimus dorsi und Teres minor, welche die dorsale Begrenzung des idealen axillären Plexus bildet und den Raum für das LA nach dorsal begrenzt. Möchten Sie da vielleicht noch kurz was zu sagen? Ja, das kann ich nur bestätigen, das ist gut ausgedrückt. Der Bereich Conjoint Tendon kommt aus dem angloamerikanischen Sprachraum, wird zum Beispiel verwendet in der neuen Ausgabe von Hatschik. Und ich finde, das ist ein schön plastischer Begriff, um die Begrenzung des Raums für den axillären Plexus darzustellen. Okay, super, vielen Dank. Dann schreibt ein zweiter Zuschauer, Fallbeispiel 2, wäre eine Oberstleitungsanästhesie nicht deutlich einfacher? Ich glaube, er meint Ober, ich bin mir aber auch nicht sicher. Nee, das ist eine Oberstanästhesie. Ah, okay. Das gibt es. Ja, geht aber auch sehr gut auf diese Art, mit der wir es gemacht haben. Man hätte auch ein Plexus machen können, man hätte auch einen Unterarm, man hätte auch eine Oberstleitungsanästhesie machen können. Okay, vielen Dank. Einzelnervenblockaden in der Analgodisierung oder Larynxmaske ist die nächste Frage. Es geht tatsächlich beides. Man muss es davon abhängig machen, wie genau die Operation aussieht. Wenn man, wie zum Beispiel bei diesem Fixateur am fünften Mittelhandknochen, da haben wir, ich glaube, nur 5 Mikrogramm Sofetta gegeben für die Operation, also eine ganz schwache Analgosedierung gemacht. Man kann das aber auch in einer Larynxmaske machen, wie wir es beim dritten Fall gemacht haben. Hängt sehr davon ab, erstens mal, wie lange die Operation dauert, ob eine Blutsperre angesetzt wird, wo die angesetzt wird, und wie der Zustand des Patienten ist. Muss man also von Patientenfaktoren abhängig machen. Okay. Dann hätte ich noch eine nächste Frage. Gehen Sie bei der Nervmedianusblockade in der Ellenbeuge vom medial oder lateral vor? Erstmal bei den Blockaden geht man immer von dort, wo man eine gute Sicht hat und keine kritischen Strukturen
im Weg sind. Wir haben es am Oberarm von medial gemacht. Man kann das aber auch, das geht nicht, das kann man nicht in allen Fällen machen. Das hängt auch sehr davon ab, genau wo die Arterie liegt. Die kann auch variabel liegen auf der einen oder auf der anderen Seite. Und man kann das auch schön, also diese Nerven liegen ja alle eng unter der Haut. Die lassen sich auch out of plane gut punktieren. Nur ich lege einfach Wert auf eine sehr gute Nadelspitzenkontrolle. Und das fällt mir leichter, wenn man die Nadel in der ganzen Länge sieht. Und das finde ich auch ein Verfahren, das für Anfänger gut geeignet ist, weil die auf die Art eben Nadelspitzenkontrolle und Nadelsicht gut lernen können. Prima. Können Sie noch was zur Dosierung von peripher sagen? Ja, weniger reicht meistens aus. Also ich komme noch aus der Zeit, wo wir für den axillären Plexus 40 Milliliter genommen haben mit Neurostimulation. Wir haben uns deutlich untergearbeitet. Für die einzelnen Nervenblockaden haben wir mit 10 Milliliter angefangen, was viel zu viel war. Sind jetzt bei 6 bis 8 Milliliter pro Einzelnervblockade. Wir haben aber auch gesehen, in dem dritten Fallbeispiel, die 8 Milliliter haben über 12 Stunden gewirkt. Wahrscheinlich wäre auch deutlich mehr gegangen. Es gibt Könner, die mit wenigen Millilitern, 3-4 Milliliter arbeiten. Wir kommen jetzt langsam in den Bereich von 6 Milliliter. Aber da kommt es aus meiner Sicht jetzt nicht mehr auf einen Milliliter mehr oder weniger an, weil wir uns in keinem Fall im toxischen Bereich befinden. Und man kann 1-2 Milliliter auch mal gerne für eine Hydrodissektion verwenden, um sich überhaupt auf den Nerv hinzuarbeiten und dann die Nadelspitze sicher darzustellen. Okay, vielen Dank. Ergänzen Sie Blockaden bei Versagen mit Ultiva-Perfuser? Kann man machen, machen wir tatsächlich dann irgendwie, also ja, man kann es mit Opiat ergänzen. Tatsächlich bin ich ein großer Freund von geringen Mengen Sufenta IV. 2,5, 5, 7,5 Mikrogramm tut auch den Effekt. Man kann das aber auch mit niedrig dosiertem Ultiva machen, in Dosierungen ähnlich wie bei einer Ultiva PCA im Kreißsaal, 20 bis 40 Mikrogramm. Okay. Welche Vorteile bieten die Blockaden gegenüber IFRA, also der intravenösen Regionalanästhesie? Also am Unterarm geht genauso gut eine intravenöse Regionalanästhesie, muss man sagen. Wird aber gar nicht mehr so durchgeführt, so oft. Und ich sehe, also beides ist aus meiner Sicht in vieler Hinsicht gleich gut möglich. Ich bevorzuge die Nervenblockaden, weil auch so unsere Assistenzärzte Regionalanästhesie überhaupt gut lernen können. Okay, vielen Dank. Jetzt lese ich mal eine Sache ganz vor, unverändert, unzensiert. Lieber Professor Weber, danke für den spannenden und umfassenden Vortrag. Viele der Operationen am Unterarm und Hand werden als ambulante Operation ausgeführt. Wie schaffen Sie das Zeitmanagement? Sind diese Blockadetechniken nicht zu aufwendig für diese zum Teil kurzen Operationen? Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich frage natürlich, wenn man zum Beispiel eine Motorsparing-Anästhesie am Unterarm machen will, das ist übrigens sehr gut dargestellt in einem Vortrag von Professor Arnetz-Eder, der auch im Rahmen der Webinarreihe von Pajung, glaube ich, ganz relativ am Anfang von der Pandemie gezeigt wurde. Der hat für diese OP, wo die Operateure intraoperative Beweglichkeit oder Mitarbeit des Patienten brauchen, hat er 3 Einzelnerven plus die beiden Hautnerven punktiert und da sogar Katheter reingelegt. Das geht, das ist sehr aufwendig. Tatsächlich natürlich für eine schnelle Regionalanästhesie
wenn die Patienten gleich wieder gehen, dauert die komplette Regionalanästhesie wahrscheinlich fast so lang wie die kurze Operation. Deswegen muss man das immer abwägen. Wir machen das eher bei stationären Patienten oder tatsächlich gerade, wenn der fünfte Strahl betroffen ist, dann eignet sich eine Ulnaris-Blockade einfach total gut, weil innerhalb von wenigen, es ist nur ein einziger Nerv, der betäubt werden muss. Wenn man das am Oberarm macht, lässt sich das sehr schnell machen, wirkt sehr schnell und lässt sich auch tatsächlich, je nachdem, welches Lokalanästhesie, welches Anästhetikum man verwendet, auch zeitlich sehr gut dosieren, sodass die Patienten schnell in den OP kommen und schnell wieder raus. Super, vielen Dank für diese tolle Antwort. Ein weiterer Zuschauer fragt, was halten Sie davon, Lokalanästhesie zu mischen, zum Beispiel Ropivacain und Xylonest? Ja, kann man machen. Es gibt eine Studie aus Deutschland, aus Berlin, glaube ich, die vor noch gar nicht allzu lange her, die haben verschiedene Mischungen gegeneinander ausgetestet. Es gibt mehrere Studien, aber eine ist mir gerade präsent. Da ist es so, also kurzwirksame schlagen schnell an und sind auch schnell wieder weg. Langwirksame brauchen ein bisschen länger, bis sie wirken und wirken dafür auch länger. Und die haben gesehen, wenn man die mischt entsprechend, dann hat man zwar eine längere Wirkdauer, aber auch eine längere Anschlagzeit. Also kann man quasi die Wirkdauer ein bisschen steuern, je nachdem, welches Mischungsverhältnis man verwendet. Vielen Dank. Was halten Sie von Adjuvante? Machen wir jetzt gar nicht, aber Corticoid kann man geben, kann man aber auch, ich glaube, viele machen das, dass sie das auch einfach IV mitgeben, was ein relativ ähnliches Wirkungsprofil hat. Dankeschön. Kommen wir zur vorletzten Frage. Je höher die Konzentration, desto weniger Millilitermenge, Fragezeichen. DEXA bei Einzelnervenblockaden zusätzlich, Fragezeichen. Also wie gesagt, nochmal die Frage zum DEXA. Wir machen es jetzt nicht. Wir geben aber Dexamethason, wenn wir Vollnarkose machen, sehr oft als Antiemetikum. Da hat man schon eigentlich schon fast den gleichen Effekt, wie wenn man es für die Regionalanästhesie verwendet. Und Entschuldigung, der andere Teil der Frage nochmal war? Das ist der erste Teil der Frage. Der ist leider schon gelöscht. Okay. Da muss ich mich entschuldigen, da war ich etwas zu schnell. Ach so, das war, glaube ich, höhere Konzentration, weniger Dosis notwendig. Das war die Frage. Theoretisch ja, aber Sie wollen ja möglichst ein Donorzeichen erreichen. Okay. Es hilft nicht, wenn quasi viel Lokalanästhetikum auf einer Seite sitzt und auf der anderen Seite nichts ist. Deswegen ist es besser eigentlich, wenn man ein bisschen niedriger konzentriert verwendet und das aber einmal um den Nerv herum verteilen kann, das von allen Seiten in den Nerv rein diffundiert. Super. Die letzte Frage, die ich jetzt noch habe. Verändert sich die Vorgehensweise bei der Verwendung von Antikoagulantien? In der peripheren Regionalanästhesie eigentlich nicht. Also wenn man supraklavikulär, infraklavikulär geht, da muss man schon ein bisschen aufpassen mit Antikoagulation. Aber am Unterarm, wo man so gute Sicht auf Nerven und Gefäße hat, ist die Gefahr, einen Arterie zu punktieren, relativ gering. Außerdem sind alle Bereiche gut komprimierbar, sodass man eine Blutung auch stoppen könnte. Aber eine Blutung tritt da eigentlich so gut wie nie auf. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Somit sind wir, glaube ich, wenn ich das so richtig überblicke, am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich habe keine weiteren Fragen mehr offen.
Ja, kommen wir ganz kurz noch dazu. Wie immer wurde diese Veranstaltung natürlich aufgezeichnet und ist in wenigen Tagen auf YouTube abrufbar. Auch gerne möchte ich kurz noch auf die kommende Veranstaltung im Monat Juli hinweisen. Die wird geführt von Dr. Fichtener aus Freiberg und das Thema wird sein Regionalanästhesie in der prä- und innerklinischen Notfallmedizin. Vielleicht schon mal als Datum vormerken. Das wäre dann der 10. Juli um die gewohnte Zeit. Und ja, wir sind am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall trotz des warmen Wetters für Ihr Sitzfleisch. Definitiv. Ich glaube, wir haben uns jetzt alle ein Kaltgetränk verdient. Besonderen Dank gilt natürlich Professor Weber für diesen hervorragenden Vortrag. Hat mich sehr, sehr gefreut und ja, würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.